Wer von euch hat eigentlich schon mal versucht, irgendwelche Software zu reversen? Wow. Ich habe den Namen vergessen. Florian beschäftigt sich mit dem Thema und geht so über die normalen Standardgeschichten hinaus, erzählt was über Konzepte, wie man Dinge vielleicht ein bisschen besser machen kann, wie man auch schwierige Sachen rausfinden kann und dann halt eben seine eigene Open-Source-Software danach schreiben kann. Florian studiert in Darmstadt Informatik, arbeitet im Moment bei der ERNW, beschäftigt sich halt eben mit den Werkzeugen fürs Reversen und erzählt uns jetzt was dazu. Viel Spaß! Ja, und Applaus danke. Für Florian! Ja, die Who Am I Slide kann ich mir dann im Grunde skippen. Was ich in Darmstadt noch tue, ist das CTF-Team organisieren, zusammen mit noch ein, zwei anderen. Ja, die Firma, für die ich arbeite, wir veranstalten eine Konferenz. Wir haben einen Blog, wo technische Write-Ups oder sowas zu Themen landen, wo ich auch ab und zu mal irgendwie detailliertere Blogposts zu solchem Tooling-Kram schreibe, die einfach angenehmer deswegen zu lesen sind. Aber so zum Thema. So ein paar Leute haben hier anscheinend schon mal versucht, irgendwie Dinge zu reverse-engineeren. Vom Prinzip her, was man macht. Passt das? Ja, okay. Vom Prinzip her, was man ja macht, ist, man hat im weitesten Sinne irgendwie einen Haufen Daten, bei dem man irgendwie die Bedeutung dahinter verstehen will. Ich werde mich insgesamt relativ stark darauf fokussieren, was passiert, wenn wir irgendwie mit ausführbarem Code uns irgendwie rumschlagen, der vor allem auf Linux-Systemen läuft. Aber generell, die Konzepte funktionieren eigentlich für jegliche Sorte Code auf jeglichen Betriebssystemen. Wenn man am Anfang dasteht und erstmal irgendwie gar nicht weiß, was man tun soll, das menschliche Gehirn ist prima, Muster zu finden. Aber in den meisten Fällen hat man ja irgendwie Kontext, mit was man eigentlich arbeitet. Also beispielhaft, man findet irgendwo eine Datei auf irgendeinem seiner Server, die irgendwie ausgeführt wird, ganz viel Traffic generiert, man hat eigentlich keine Ahnung, was sie tut. Und man ist sich nicht so ganz sicher, ob das jetzt Malware ist oder ob das irgendwie so gehört, weil der Admin von dem Server irgendwie schon lange nicht mehr bei der Firma arbeitet. In dem Kontext weiß man, man hat eine ausführbare Datei, man weiß, welchen Server man hat und man kann sich die anschauen. Generell, auf den ganzen Slides, die Konvention ist, ich weiß nicht, ob man das dunkelblau da erkennen kann. Wenn das irgendein Toolname ist, ist der irgendwie dunkelblau unterlegt. Und wenn der nicht so ganz offensichtlich zu finden ist oder Teil vom Standard Linux ist, steht unten links nochmal der Link irgendwie zum GitHub oder zu der offiziellen Seite davon. Ja, so prinzipiell vom Anfang an, wir gehen mal davon aus, dass wir irgendeinen ausführbaren Code haben. Der ist typischerweise auf einem Linux-System in einem bestimmten Format. Mit Pech haben wir aber auch irgendwie Firmware-Images. Ich werde auf Firmwares jetzt nicht so weit eingehen. Die haben nochmal ein paar eigene Tücken. Prinzipiell, man weiß nicht, mit welcher Architektur man sich rumschlägt, wenn man nicht irgendwie genauere Infos dazu findet. Da gibt es dann zum Beispiel irgendwie das Datasheet, das man sich anschauen kann, beziehungsweise man kann so ein paar Tricks anwenden. Einer der Tricks zum Beispiel ist, dass man sich anschaut, wie so typischer Code auf so einer Architektur aussehen würde. Was für das Ganze jetzt eigentlich noch relevant ist, wie viele Leute hier können überhaupt irgendwas mit Assembler anfangen? Dann relevanter vielleicht das Inverse. Wie viele Leute haben sich irgendwie noch nicht mit Assembler beschäftigt und können mit dem Thema jetzt irgendwie nichts eher anfangen und sind mehr für die Konzepte hier? Weil ich setze da so, je nachdem wie viel Wissen ich voraussetzen soll. Das waren jetzt gerade die meisten, aber es wird später vielleicht ein paar Sachen geben, die dann schwerer zu verstehen sind. Aber vom Prinzip hat man ja irgendwie auf jeder Architektur irgendwelche Calling Conventions, die am Anfang von jeder Funktion die immer die gleichen Instruction haben. Und wenn man zum Beispiel jetzt bei einer Firmware irgendwie die Architektur rausfinden will, kann man einfach nach denen suchen. Andere Probleme, die man bei Firmware hat, sind Memory Layout. Aber da ist generell das Datasheet dazu finden und da weitersuchen, das ist im Grunde nochmal ein Thema für sich. Prinzipiell gehen wir mal davon aus, dass wir irgendeine Linux-Binary haben für den Anfang und uns die anschauen wollen. Und da bringt Linux schon ziemlich viel mit, was Tooling angeht. Die folgenden Tools sind jetzt eigentlich alles, was man auf so einem typischen Linux-Installation finden kann, was man in den Paketmanagern noch findet, was viel ursprünglich für Debugging konzipiert wurde. Das erste, was man sich bei dem Ganzen rumschlagen muss, ist Parsing. Man weiß ja nicht unbedingt, wie diese Datei jetzt aufgebaut ist. 11 Dateien haben ein standardisiertes Format. Die meisten ausführbaren Dateien also haben immer ein standardisiertes Format.
Auf Linux ist das das sogenannte Executable Inlinking Format. Auf Windows ist das PE oder MZ, je nachdem, was im Header steht. Auf Mac ist das das Macro-Format. Und im Allgemeinen enthält das immer Metadaten über das Programm, beziehungsweise wie das Programm in den Speicher geladen werden soll, was das Programm für Abhängigkeiten hat, also welche Libraries dafür noch benötigt werden und welche Funktionen das Programm irgendwie sich aus externen Libraries reinziehen will. Die können oft schon ein erster wichtiger Anhaltspunkt sein, wenn man jetzt irgendeine fremde Binary hat, bei der man sich nicht sicher ist, was sie tut, aber die importiert irgendeine Library namens parseMalware und callt da die Funktion parseMalware drauf, dann kann man sich schon mal ungefähr vorstellen, was irgendwie wohl eine der internen Funktionalitäten davon sein wird. Wenn man Glück hat, ist noch die SymbolTable dabei. Die gibt im Grunde die Namen von den internen Funktionen an, die nicht extern aufrufbar sind, was einem das Leben auch nochmal deutlich einfacher macht. Typischerweise kann man sowas aber eben entfernen und wird man nicht immer dabei haben. Ja, für so grundlegendes Tooling, Linux bringt da irgendwie etliche verschiedene mit. Die sind meistens irgendwie in Binutils, die machen auch alle irgendwie ungefähr das Gleiche. Also es gibt ObjectDump, NM, readelf und noch etliche andere, mit denen man erstmal irgendwie dieses Header-Format parsen kann und sich so grundlegende Dinge anzeigen lassen kann. Im Allgemeinen, wenn man irgendwie später mit fortgeschrittenerem Tooling irgendwie auf sowas losgeht, ist eigentlich immer irgendwo ein Parser drin enthalten. Da muss man sich selbst wenig mit rumschlagen. Wenn man aber einfach nur mal irgendwie schnell über was drüber gucken will, ohne jetzt irgendwie die komplette VM mit dem Tooling zu booten, reichen solche grundlegenden Sachen oft. Ja. Das nächste, was Linux noch alles so mitbringt, sind Tracing Utilities. Was bedeutet, man schaut sich während ein Programm ausgeführt wird an, was es so für Dinge aufruft. Eine der Funktionen, die Linux da mitbringt, ist, oder die oft in Linux-Umgebungen verfügbar ist, je nachdem wie minimal sein System ist, ist LTrace. Das macht nichts anderes, als dass jede einzelne Library-Funktion, die das Programm aufruft, wird einem als Nutzer einfach angezeigt. Also was der Funktionsname ist, was da für Argumente rein übergeben werden, an welcher Stelle die gerade aufgerufen wurde und was das Ganze zurückgibt. Das kann bereits relativ viel Aufschluss über ein Programm geben und kann oft mal so für eine initiale Übersicht reichen. Konzeptionell gibt es das Gleiche noch für System Calls. Das nennt sich dann einfach strace. Das macht das Gleiche jedes Mal, wenn ein Programm irgendwie Kernel-Funktionalitäten aufruft, kann man sich die anzeigen lassen und erfährt dann, was da irgendwie übergeben wurde und was da zurückkam. Das kann oft für simple Dinge schon irgendwie reichen. Angenommen, das hat irgendwie String-Obvious, ein Programm versteckt irgendwie die Namen von den Strings oder zum Beispiel die Namen von einem Server, zu dem es sich verbindet. Irgendwann wird sich das rausverbinden müssen. Und das muss über den Kernel passieren und da wird dann drin stehen, zu welchem Hostname oder mindestens mal zu welcher IP sich das Ganze verbindet. Genauso für Debugging-Purposes ist das auch schon ziemlich mächtig. Wenn sich irgendwann ein Programm aufhängt und irgendwie nicht so ganz verhält, wie man erwartet, kann man sich da auch wieder dranhängen und oft kann man schon irgendwie sehen, was es zuletzt gemacht hat, was eventuell schiefgegangen ist oder dass es gerade 100-mal versucht, ein File zu öffnen, das nicht existiert, aber trotzdem einfach nicht aufhört. So. Was Linux oder das GNU-Toolset auch noch mitbringt, ist der GNU-Debugger, den wahrscheinlich auch viele kennen werden. Der ursprünglich dafür designt wurde, dass man irgendwie Programme debuggt, zu denen man den Source Code und Debugging Symbols hat. Ich sehe oft genug irgendwie Leute, die dann erfahren, man kann mit GNU-Debugger auch reversen, die nehmen den dann so ohne jegliche Skripte und Erweiterungen und versuchen damit irgendwie auf eine fremde Binary loszugehen, die sie zu sehr keine weiteren Informationen haben. Kann man machen, ist fürchterlich aufwendig. Es gibt mindestens mal 3 Plugins, die relativ bekannt sind, die einem das Leben da deutlich einfacher machen. Prinzipiell, was man mit einem Debugger immer machen kann, ohne weitere Skripte, ist, man führt einfach Programme aus und kann sich einfach zu jedem Zeitpunkt des Programms, an dem man das Programm anhält, den aktuellen Zustand anschauen und weitere Punkte in der Zukunft festlegen, zu denen man wieder abbricht. Und die ganzen Plugins, die das erweitern, geben einem dann teilweise einfach nettere Übersichten über den aktuellen Zustand des Programms, irgendwie fortgeschrittene Fähigkeiten, wie dass man den Heap durchsuchen kann oder ähnliches. Als kleines Beispiel ist das mal hier. Links ist so Standard-GDB, das einem erstmal die riesige Lizenz printet. Und wenn man dann irgendwie versucht, das Programm zu starten, das keine Symbole hat, dann meint GDB, dass man die Hauptfunktion nicht finden kann. Führt es deswegen einfach mal aus und man hat jetzt keine Ahnung, was das Programm eigentlich tut. Der gleiche Befehl in GDB-PEDA, was eben eine dieser Erweiterungen ist,
findet erstmal irgendwie mit Heuristiken raus, wo wahrscheinlich die Main-Funktion von dem ganzen Programm ist, da die typischerweise immer an einer bestimmten Stelle im Code ist, hält dann automatisch an und gibt einem so eine schöne Übersicht über den kompletten aktuellen Zustand mit allen Registern. Was alles Informationen sind, die GDB eigentlich schon hätte, die man sich aber per Hand anzeigen lassen müsste. Ja. Was man auch noch an grundlegenden Dingen machen kann, ist die LDE-Preload-Funktionalität von Linux. Vorhin bei den Metadaten des Programms habe ich gesagt, man hat eine Liste von Funktionen, die ja importiert werden, und eine Liste an Libraries, aus denen die importiert werden. Aber es wird nirgendwo spezifiziert, wo man eigentlich diese Funktionen herbekommt. Was man jetzt also machen kann, ist, man definiert sich eine eigene Library, schreibt da Code rein, wie zum Beispiel, man kann diesen XKCD 1:1 kopieren, man muss nur die Funktion umbenennen, kompiliert das Ganze einfach als Library-Objekt und gibt der Binary das zuerst mit. Und wenn die Binary jetzt versucht, irgendwie Zufallszahlen zu generieren, wird sich entweder die libc-Funktion random aufrufen oder andere, lädt dann aber jetzt stattdessen erstmal unseren Code, der halt eben nicht zufällige Zahlen zurückgibt, sondern immer konstant die gleiche. Das kann bereits sinnvoll sein, wenn man sich einfach ein Programm deterministisch anschauen will, weil man damit irgendwie den Zufall rausbekommt. Wenn man sowas prinzipiell irgendwie für defi-random auch noch machen will, da man beliebige Funktionen überschreiben kann, kann man auch einfach sagen, dass jedes Mal, wenn eine Datei geöffnet wird, prüft man, ob das jetzt irgendwie defi-random, also das Zufallsdevice von Linux ist. Und wenn ja, gibt man einfach irgendwie den File-Handle zu def0 zurück. Und wenn nicht, kann man immer noch aus diesem preloadeden Code die eigentlichen libc-Funktionen aufrufen. Man könnte sich zum Beispiel auch sowas wie das Library-Tracing von vorher damit einfach selber implementieren, indem man sozusagen jede einzelne Funktion überschreibt, sich vorher die Argumente ausgeben lässt und dann die echte Funktion aufruft. Das funktioniert nicht für setuid-Binaries, das wäre auch zu mächtig, funktioniert aber sonst auf den eigentlich allen Linux-Systemen und ist relativ leicht, wenn man irgendwie sonst kein Tooling hat. Und ist eben eine grundlegende Fähigkeit, die einfach immer da ist. Ja, so, aber das grundlegende Linux-Tooling kannten jetzt wahrscheinlich die meisten schon. Ich weiß es nicht, wie viele Leute haben jetzt gerade irgendein neues Tool kennengelernt, das ich einschätzen kann, auf was ich mich hier fokussieren muss. Ah, prima. Das sind schon mal durchaus ein paar Leute. Ja, ab irgendeinem Punkt hat man aber das Problem, dass man irgendwie einfach nicht mehr auf Linux ist und all diese ganzen coolen Tools einfach nicht mehr hat. Windows hat sowas wie LTrace und STrace nicht nativ. Oder man hat irgendwie das Problem, dass man sich mit Programmen rumschlägt, die einfach nicht mehr so schön mit dem Nutzer kooperieren. Die zum Beispiel nachschauen, ob man gerade irgendwie in einem Debugger ausgeführt wird, ob man gerade irgendwie mit STrace oder LTrace ausgeführt wird und dann eventuell was völlig anderes machen. Und eventuell will man auch spezialisiertere Tools oder verstehen, was eigentlich Tools so intern machen. Das erste wichtige Konzept bei dem Ganzen ist Disassembly. Das Eigentliche, was vom CPU ausgeführt wird, ist ja nichts anderes als eine Sequenz von Bytes, die für einen Menschen jetzt in den meisten Fällen erstmal nicht lesbar ist. Wenn man das lang genug macht, schafft man das bestimmt. Aber es ist deutlich angenehmer, diese Repräsentation irgendwie zu sehen. Jeder, der irgendwie in der Uni oder privat sich mal irgendwie Assembler angeschaut hat, wird wahrscheinlich diese Befehle dann irgendwie kennen. Für die Leute, die jetzt noch nicht gesehen haben, das bedeutet einfach, man kann sich ja ein bisschen erschließen, da steht add, das wird wahrscheinlich irgendwas addieren. Wir addieren eine 1 auf ERX. ERX in dem Fall ist einfach nur ein Register, was mehr oder minder eine interne Variable des CPUs ist. Dass man das Ganze aber sozusagen dem Rechner auch nicht beschreiben muss, gibt es noch das Konzept, das sich Lifting nennt. Was man da tut, ist, man übersetzt nicht mehr von diesen Maschinenbytes zu irgendeinem menschenlesbaren String, sondern sozusagen zu einer anderen Sprache, die klar ausdrückt, was dieser Befehl eigentlich auf einem CPU machen würde. Nämlich, dass wir hier irgendwas addieren, und zwar einen direkten Wert auf ein Register. Und danach, nachdem dieser Befehl ausgeführt wird, ist der Inhalt dieses Registers um diesen Immediate-Wert einfach größer. Auf x86 gibt es dann auch noch diese Flaggen und es ändern sich noch ein paar kleine Details. Und das Ziel von der Intermediate Representation ist eben komplett zu repräsentieren, was da alles passieren wird. Was einmal als Mensch ganz praktisch sein kann, wenn man das auf fremden Architekturen macht, aber später für Tooling auch extrem wichtig wird, da man ja für jeden einzelnen Befehl die komplette Semantik kennen will, falls man da irgendwie Analyse drauf machen will. Das typische Tool für einfach nur Disassembly ist Capstone. Das kam jetzt vor ein paar Jahren raus. Ist mindestens mal Open Source. Ich glaube auch unter einer sehr freien Lizenz. Und im Grunde jedes Tool, das in den letzten Jahren rauskam, das intern irgendwo Disassembly verwendet, callt eigentlich nur in diese Library rein.
die unterstützt eigentlich fast alle Architekturen. Ich glaube, es sind, also die man typischerweise irgendwie verwendet und denen man begegnet. Genauer gesagt, glaube ich, alle, die LLVM unterstützt. Und hat Bindings in allen möglichen Sprachen. Also das Typische wie Python, C, aber auch irgendwie sowas wie Haskell, Clojure, JavaScript, in was man halt alles so arbeiten will. Das Inverse davon, also das ist im Grunde ein Projekt, die haben noch zwei andere Tools. Das eine andere Tool ist Keystone, das macht das gleich einfach nur rückwärts. Man kann einfach einen Menschen einen String, Assembler String angeben und den dann für eine bestimmte Architektur eben übersetzen lassen. Zu dem dritten Tool in dem Ganzen komme ich später noch. So, einfach nur disassemblen reicht aber eigentlich nicht. Man muss ja erstmal wissen, was eigentlich Code ist. Man hat also ein paar Startpunkte, vor allem eben den Entry Point in einer Binary, wo man weiß, irgendwo wird dieser Code mal ausgeführt. Man weiß also, das ist auf jeden Fall Code. Eventuell, wenn man noch Symbole dabei hat, weiß man, an welchen Stellen Funktionen anfangen und weiß auch, dass da ausführbarer Code liegt, der sie überhaupt Sinn gibt anzuschauen. Problem an der Sache ist, wenn man sich jetzt mal den String rechts anschaut, das sind jetzt einfach nur ein Haufen Bytes, von denen man jetzt vielleicht weiß, okay, das ist irgendwie ausführbarer Code, man fängt einfach mal stumpf von Anfang an, zerlegt jede Instruktion und wenn die Instruktion fertig ist, schaut man sich die nächste an. Es funktioniert, gibt dann aber ein bisschen komischen Code. Das Ganze nennt sich einfach Linear Sweep, ist genauso simpel, wie es irgendwie klingt. Man schaut sich jede Instruktion an und macht dann einfach beim nächsten Byte weiter. Das Problem ist, x86 ist eine fürchterlich verwirrende Architektur, die verschieden lange Instruktionen zulässt, die nicht erzwingt, dass Instruktionen immer an einer schönen aligneden Adresse liegen müssen. Und der Code rechts scheint auf den ersten Blick vielleicht irgendwie korrekt zu sein, ist aber auf den zweiten Blick so ein bisschen komisch. Also so ein Return-Statement und direkt danach einen Jump, der irgendwie vorher eigentlich hätte was vergleichen sollen. Am Ende irgendwie ein Haufen zwei Nullbytes, die irgendwie disassembled wurden, ist in den meisten Fällen komisch. Sieht schon irgendjemand, was da passiert ist? Okay. Was x86 nämlich zulässt, ist dieses erste Jump 3 springt 3 Bytes nach vorne. Dieses eine Byte dazwischen ist also nichts anderes als unnötige Informationen, die niemals ausgeführt werden, die aber einen simplen Disassembler schon völlig verwirren können. Um das Ganze anzugehen, gibt es eben einen anderen Approach, das nennt sich Recursive Descent. Das bedeutet, also das ist ein genereller Algorithmus, das bedeutet nichts anderes, als dass jedes Mal, wenn man irgendwie zu einer neuen Stelle Code springt, fängt man von dort an weiter an zu disassemblen. Was bedeutet, dieses B8-Byte wird sich eigentlich niemals wirklich angeschaut. Das Problem an der Sache ist, man braucht plötzlich Verständnis von, was eigentlich diese Instruktionen machen. Man kann sich nicht mehr einfach irgendwie den Text dem User ausgeben lassen, sondern man muss verstehen, was eigentlich wirklich passiert, wenn diese Instruktion ausgeführt wird. Dafür ist es eben insgesamt genauer. Problematisch wird es zum Beispiel hier schon bei der letzten Instruktion. Man springt zu irgendwie der Adresse, die in RX gerade drin steht, aber es ist nicht sofort offensichtlich, was da eigentlich drin steht. In dem Fall könnte man rückwärts laufen und es sehen. Aber das ist dann schon im Grunde die nächste größere Problemstellung, nämlich was sind so die Möglichkeiten, wie man durch ein Programm durchlaufen kann. Jeder, der schon mal irgendwie IDA oder einen anderen Disassembler offen hat, kennt diese schönen Graphen, die einem das Leben, finde ich, doch deutlich einfacher machen. Da man nicht mehr so einen riesigen Block aus Text vor sich hat, sondern so ein bisschen Überblick bekommen kann, wie dieses Programm von der Struktur her aufgebaut ist. Um sowas eben sinnvoll zu bauen, muss man sich jede Instruktion anschauen. Man fängt auch wieder am Anfang an. Und jedes Mal, wenn das Programm irgendwo hinspringen kann, kann man sich sozusagen entscheiden. Also die Entscheidung muss man vorher treffen, wie genau man sich das jetzt anschauen will. Wenn da direkt eine Adresse steht, weiß man auf jeden Fall, wo man hingeht. Falls da jetzt irgendein Wert in einem Register steht, kann man beliebig genau vielleicht zurückrechnen, was da irgendwie passieren könnte. Das ist schlicht und einfach eine Entscheidung zwischen Genauigkeit und Machbarkeit. Wenn man das irgendwie schlimm genug obfuskierten Code hat oder einfach nur C++, kann das schon fürchterlich aufwendig werden, an jeder Stelle rauszufinden, was eigentlich jetzt der nächstmögliche Code ist. Das reicht meistens, um irgendwie simple Disassembler völlig zu überfordern, damit der Code irgendwie, falls der ursprüngliche Autor dieses Programms tatsächlich daran gedacht hat, dass sich das jemand mal anschaut, bereits das Leben deutlich schwerer machen kann. Generell, wenn man sich irgendwie damit beschäftigt, sollte man irgendein Tool haben, das das generiert und einem anzeigt. Es hilft beim intuitiven Verständnis von Programmübersicht halt deutlich. Das menschliche Gehirn ist einfach viel besser mit Bildern und Mustern als mit stumpfem Text. Ja, so ein bisschen was zu Executable Parsing noch. Im Allgemeinen, diese grundlegenden Tools, kann man sich immer schon irgendwas mit bauen.
aber jetzt irgendwie Object Dump in grep zu pipen, um irgendwie die Dependencies rauszufinden auf einem kompletten System, kann man machen, ist halt nicht schön. Dafür gibt es dann auch wieder dedizierte Tools. So ein simples ist PyElf Tools, das ist einfach eine reine Python-Implementierung von einem Elf-Parser, den man irgendwie standalone auf irgendein System schieben kann und sich dann einfach sozusagen ein Python-Objekt aus jeder Binary generieren kann, das man sich anschaut. Falls man irgendwie kompliziertere Dinge haben will, gibt es Leaf, das ist von Quarks Lab geschrieben. Das kann dann auch irgendwie verschiedene Formate noch wie PE-Binaries und Macro-Binaries und kann dann sogar noch fortgeschrittenere Dinge, wie dass man die Datei dann ändern kann, zum Beispiel irgendwie neue Libraries hinzuzufügen oder den Codefluss teilweise zu verändern. So, aber ab irgendeinem Punkt will man sich nicht mehr irgendwie einfach nur anschauen, was das Programm eventuell machen könnte, sondern was das Programm tatsächlich tut, wenn man es ausführt. Die Skizze rechts ist so eine Vereinfachung, wie sowas irgendwie aussehen kann. Man hat im Grunde irgendwo den Prozess, den man sich anschaut, nachdem das Programm irgendwie in den Speicher geladen ist. Der läuft in irgendeiner Form von Umgebung. Der läuft auf irgendeinem Filesystem in den meisten Fällen, da liegen irgendwelche Libraries, die das Ganze importiert. Das läuft auf irgendeinem Betriebssystem, das einen Kernel mitbringt mit System Calls und das Ganze ist auf irgendeiner Form von CPU ausgeführt. Eine der Techniken ist jetzt Emulation, wo man im Grunde sagt, dass ab irgendeinem Punkt man diese in diesen Stack sozusagen reinschneidet und alles unten drunter ist nur noch eine eigene Abstrahierung, die man mitbringt. Zum Beispiel, falls jemand QEMU schon kennt, normalerweise, wenn man in QEMU eine Binary ausführt, führt er einfach nur diesen Code aus, aber auf dem eigenen Host-System und ignoriert, dass der CPU eigentlich nicht dazu passt. Darum kümmert sich QEMU. Das funktioniert in den meisten Fällen nicht, weil man auf seinem x86-Host-System wahrscheinlich keine ARM-Libraries rumliegen hat. Die kann man aber zum Beispiel an einer bestimmten Stelle irgendwie zur Verfügung stellen und dann würde das so halbwegs funktionieren. Generell bei den Slides, das Blaue bedeutet, dass man sozusagen als Analyst irgendwie in Kontrolle unter diesem Bereich ist und sozusagen an dieser Stelle die Abstraktionsgrenze zieht. Man kann mit QEMU auch ein bisschen tricksen. Die Linux Changeroot-Funktionalität macht es zum Beispiel möglich, dass man, wenn man angenommen, man hat ein Raspberry Pi Image, man kann dieses Image mounten über die üblichen Linux-Funktionalitäten und dann sozusagen einen eigenen Unterprozess starten, der glaubt, dass dieses Image jetzt das Root von das Root-Verzeichnis von sich selbst wäre. Zusammen mit der Fähigkeit vom Linux-Kernel, dass man dem Kernel erklären kann, dass bestimmte Binaries, die zum Beispiel mit dem Architektur-Header für ARM anfangen, nicht mehr nativ ausgeführt werden sollen, sondern mit QEMU ausgeführt werden sollen, kann man damit zum Beispiel ein Raspberry Pi Image mounten, rein-change-routen und man hat eine Shell, als wäre man in einem Raspberry Pi und kann alle Tools und Binaries, die man in diesem Image hat, bedienen. Man läuft in Wirklichkeit aber immer noch auf dem Kernel, den man eigentlich gerade vorher verwendet hat. So heißt, der Kernel bekommt immer noch Syscalls wie zum Beispiel Open, handelt die dann selbst und gibt es dann entsprechend zurück. Und der eigentliche CPU, auf dem wir das ausführen, ist immer noch eigentlich QEMU. Der QEMU System Modus ist dann, wenn man nur noch den eigentlichen CPU emuliert und zum Beispiel wieder als Beispiel ein Raspberry Pi Image hat und tatsächlich den wirklichen Raspberry Pi Kernel dabei lädt. So, aber warum macht man das Ganze? Man ist zwar langsamer als die echte Maschine, aber man ist jetzt komplett hat den kompletten CPU sozusagen unter Kontrolle. Man kann jetzt dafür sorgen, dass Instruktionen plötzlich was völlig anderes tun. Man kann mal schauen, wie weit sein System eigentlich kommt, wenn der Increment-Befehl plötzlich eine Zahl dekrementiert. Man kann einfach irgendwie Instruktionen komplett rauslöschen. Oder man kann sich eigenen Code registrieren, der jedes Mal, wenn dieser Emulator einen bestimmten Befehl ausführt, erstmal den eigenen vom Nutzer definierten Code ausführt, um sich zum Beispiel die Stelle zu merken, an der gerade ein Call-Befehl ausgeführt wurde oder wohin gerade gesprungen wurde. Das Problem, was man bei Emulation aber hat, man abstrahiert halt und vereinfacht. Auf Linux geht das noch ganz gut. Die komplette Windows-API zu emulieren ist halt extrem schwer, da das so viele Features bietet und sowas kann dann wieder genutzt werden, um Emulation zu erkennen. Malware wird eventuell irgendwie komische Aufrufe auf die Windows-API machen, um bestimmte Fehlermeldungen zu erwarten, um damit zu erkennen, ob man in einer Emulationsumgebung läuft. Das kann man dann wieder da man im Zweifelsfall immer sozusagen unter dem Privilegienlevel über der eigentlichen Binary ist, kann man sowas immer rauspatchen, da man komplette Kontrolle über das System hat, in das diese Binary gerade ausgeführt wird. Man muss diese Stellen dann einfach nur noch irgendwie finden und der Binary dann weiter weismachen, dass sie in der Umgebung läuft, wo sie erwarten würde. QEMU hatte ich ja bereits erwähnt.
Das ist so das Emulator-Tool, das auf Linux irgendwie verbreitet ist. Das kann auch Geräte emulieren, also ihr könnt damit irgendwie virtuelle Netzwerkkarten emulieren. Diese Fähigkeit wird gerne verwendet, um bei Hypervisoren, also Open Source Hypervisoren wie KVM und Xen, Geräte zu emulieren. Man kann aber auch generell das komplett sozusagen als CPU-Ersatz verwenden, um fremde Architekturen auszuführen. Das unterstützt auch wieder eigentlich alle Architekturen, die wahrscheinlich irgendwie man aufzählen kann. Vor allem eben alle gängigen, also MIPS, Spark, x86, ARM, was man so kennt. Das Ganze ist relativ schnell, die haben da intern ein paar Tricks, dass sie sich irgendwie merken, wie man Blöcke ausführt. Im Allgemeinen ist das Tool aber eigentlich auch schon zu groß. Das ist noch Unicorn, das ist eines von den drei Tools, das wurde zusammen mit Capstone und Keystone, glaube ich, von ähnlichen Leuten oder dem gleichen Team entwickelt. Das ist im Grunde nichts anderes als QEMU, aber nur der eigentliche CPU-Emulator-Kern von QEMU und als Framework. Ihr könnt ihn also irgendwie von Python aus importieren, euch sozusagen virtuellen CPU starten, dem irgendwie einen Speicherlayout geben, da irgendwie Code reinladen und jetzt einfach mal sagen, dass der an einer bestimmten Stelle anfangen soll, die nächsten 10 Instruktionen ausführen und danach wollt ihr den Programmzustand haben. Nachteil ist, man kann keine Geräte emulieren und falls das Programm versucht, einen Syscall aufzurufen, muss man sich da auch irgendwie drum kümmern, da ja kein echter Kernel unten drunter läuft. Das versteht aber eben sozusagen die Semantik von jeder Instruktion und damit kann man zum Beispiel einfach kleine Code-Snippets ausführen, wenn man einfach nur wissen will, was der Zustand der Register danach ist. Das wird auch wieder in vielen anderen Tools intern verwendet, da es eben wieder eine API in allen möglichen Sprachen hat und auch wieder eine freie Lizenz. Es gibt noch ein paar kompliziertere Tools, die auf ähnlichen Konzepten aufbauen. PyREbox ist von Cisco Talos. Das ist auch wieder QEMU, aber QEMU erweitert als Framework, dass man sich im Grunde mit einer IPython-Shell daran hängen kann, um sich sozusagen zur Laufzeit, der Fokus ist auf Windows, das Betriebssystem irgendwie anzuschauen, irgendwie eigene Python-Funktionen zu schreiben, die an bestimmten Stellen aufgerufen werden, was die dort eben zur Malware-Analyse primär verwenden. Der Linux-Support ist aber, soweit ich weiß, aktuell in Entwicklung und funktioniert so halbwegs. Was es auch noch in der Richtung gibt, ist Panda. Das ist auch im Grunde wieder nur ein weit modifiziertes QEMU, das es auch erlaubt, ein komplettes System aufzuzeichnen, um dann an allen möglichen Stellen in diesem Emulationsprozess sich mit eigenem Code reinzuhängen, um damit dann irgendwie Analyse zu machen. Das ist gefühlt mehr in Academia irgendwie verwendet. Ich habe noch von keinem wirklichen realen, also Industrieverwendungszweck davon gehört, aber das hat nicht unbedingt was zu heißen. Das zweite wichtige Konzept, das es da irgendwie gibt, ist Dynamic Binary Instrumentation. Was bedeutet eigentlich einfach nur, dass man den Prozess sozusagen in seiner natürlichen Umgebung ausführt, aber den Code umschreibt, beziehungsweise sozusagen noch eigenen Code dazulädt. In dem Fall, also es gibt da so zwei Ansätze. Entweder man lädt sich sozusagen dazwischen, man führt sozusagen dieses Instrumentation Framework auf dem eigentlichen System aus, das man analysieren will in dem Kontext. Und das lädt dann erst den Prozess, den man sich anschauen will. Oder was jetzt mit Frida, was jetzt ein relativ neues Tool ist, bekannter geworden ist, man lädt den einfach irgendwie in den existierenden Prozess nebenher rein. Da gibt es so ein paar Tricks, was dafür sorgt, dass man plötzlich sozusagen auch den Prozess in seiner natürlichen Umgebung irgendwie unter Kontrolle hat. Das Prinzip, das dahinter ist, Assembler wird immer in so atomaren Blöcken ausgeführt. Da man ja nur bestimmte Instruktionen hat, um irgendwie Kontrollfluss zu ändern, woanders hinzuspringen, kann man immer sagen, wenn man an einer bestimmten Stelle anfängt, läuft man immer so lange durch, bis man so an einer bestimmten Instruktion ist, die das ändert. Das Ganze nennt sich dann Basic Block. Und die sind im Grunde einfach nur zusammen verkettet, man kann zwischendrin hin und her springen. Zum Beispiel, wenn man irgendwie Bedingungen hat und dann gibt es eben zwei mögliche nachfolgende Blöcke, zu denen man springen kann. Was jetzt so ein Instrumentation Framework macht vom Prinzip her, ist, dass es dafür sorgt, indem es einen Block lädt, sich den Code davon anschaut. Zu dem Zeitpunkt kann man dann den eigenen Analysecode irgendwie reinhängen, der sich anschaut, was dieser Block macht und dafür sorgt, dass wenn dieser Block eigentlich zum nächsten springen würde, es stattdessen zurück zum Framework springt, das Framework sich jetzt anschauen kann, was der nächste Block ist und sich dann eben wieder von Anfang an diesen anschaut, darauf Analyse macht, den entsprechend umpatcht, dass man zurückkommt. Was man damit machen kann, ist diese Funktionalitäten, die Linux selbst mitbringt, bereits schon wie S-Trace und L-Trace, einfach betriebssystemunabhängig zu implementieren.
eines der Tools gibt es zum Beispiel dann ein S-Trace oder L-Trace einfach für Windows, das die gleiche Funktionalität bietet, aber sozusagen nicht Kooperation von dem Windows-Betriebssystem benötigt. Damit kann man also wieder jegliche Form von Tracing machen. Coverage Tracing heißt, man interessiert sich nur dafür, welche Blöcke ausgeführt wurden, was bei großen Programmen relativ hilfreich sein kann, wenn man eben wissen will, ob dieser Code, den man sich gerade anschaut, überhaupt verwendet wurde das letzte Mal, als man irgendwie das Programm bedient hat und sich anschauen wollte, welcher Code dahinter liegt. Sowas ist für Fuzzing relativ wichtig, da man da eine möglichst große Abdeckung haben will. Ein paar Beispiele, wie man das verwenden kann, was ich mal gesehen habe, eine App, die irgendwie ihre kryptografischen Keys versteckt hat, indem sie das in eine eigene Library ausgelagert haben, damit irgendwie ein bisschen obfuskiertem Code generiert hat, aber dann einfach die Signierfunktion wieder woanders aufgerufen hat. Man konnte sich also einfach mit einem Tool da reinhängen, hat auf diesen Funktionscall gewartet und hat sich einfach diesen Key ausgeben lassen. Ja, das Tool, was da viele inzwischen für benutzen, ist Frida. Da will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Soweit ich das gesehen habe, gibt es Samstag dann nochmal einen dedizierten Vortrag oder Workshop zu. Vom Prinzip her ist es aber genau das, was ich gerade erklärt habe. Man lädt sich in einen anderen existierenden Prozess rein, übernimmt den sozusagen und hat dann eine API, mit der man reden kann, um einfach bestimmte Analysefunktionen oder irgendwie Instrumentationsfunktionen aufzurufen. Das ist vor allem super einfach, um einfach nur mal irgendeine bestimmte Funktion zu hooken. Wurde ursprünglich primär dafür entwickelt, soweit ich weiß, um sich mit Mobile zu beschäftigen, funktioniert da entsprechend gut. Das heißt, wenn ihr irgendeine Android-App habt, hat das, glaube ich, ADB-Support, dass man sich da entsprechend irgendwie reinhängen kann, um rauszufinden, was die App macht. Oder zum Beispiel, um irgendwie der App weiß zu machen, sie läuft gerade nicht irgendwie in einer gejailbreakten Umgebung, weil man sie irgendwie weiter analysieren will. So grob sieht das so aus. Eines der Probleme an dem Tool ist, man kann es nur in JavaScript, es hat Bindings in verschiedenen Sprachen, aber den eigentlichen Kern programmiert man mit JavaScript oder C, weil sie die komplette V8-Engine dazuladen. Ist ein bisschen fragwürdig, finde ich, aber es funktioniert anscheinend relativ gut und wird in letzter Zeit immer bekannter. Ja, es gibt noch zwei andere Tools, die da relativ verbreitet sind. Das ist einmal Dynamo Rio, das ist wieder unter einer freien, offenen Lizenz verfügbar. Leider nur irgendwie in C programmierbar und Intel PIN, was proprietär ist, aber frei verwendbar. Man darf es nur nicht ohne weiteres irgendwie Tools, die darauf basieren, weitergeben. Bei denen muss man dann aber einfach von entweder existierende Tool oder Plugins dafür finden oder sich selber welche schreiben, die sowas wie Funktionshooking oder welche Analyse man da auch immer genau machen will, ja, für einen übernehmen. So. Ja, wenn einem das nicht mehr reicht. Das ganze Thema kann man auch noch formaler angehen, beziehungsweise vor allem unter dem Gesichtspunkt Automatisierung. Das Ganze nennt sich dann Binary oder Program Analysis und das ist so im Grunde das akademische Unterfeld, das sich mit diesen Themen beschäftigt. Das ist in den letzten Jahren um einiges größer geworden, vor allem durch die DARPA Cyber Grand Challenge, was wahrscheinlich das einzige mit Cyber im Namen ist, aus dem man was Gutes rauskam. Was effektiv ein Wettbewerb war, bei dem es darum ging, ein komplett autonomes Framework zu schreiben, das im Grunde CTF spielt, das alleine in der Lage ist, ein Programm nach Schwachstellen zu durchsuchen, diese Schwachstellen zu patchen und Exploits zu generieren, um die dann eben bei den anderen Teams auszunutzen. Das Finale davon war dann auf der DEFCON 2016 in Las Vegas. Das lief dann auf diesen riesigen Maschinen, die daneben standen, mit, ich glaube, ein paar hundert Kernen und irgendwie ein paar Terabyte RAM. Und aus dem sind eben ein paar Frameworks entstanden, die das Ganze im Grunde auf die Ebene des Machbaren geholt hat. Teilweise die Konzepte sind 40 Jahre alt, aber da ist erst heutzutage irgendwie die Rechenleistung für da und dadurch jetzt auch das Tooling, dass man das irgendwie sinnvoll machen kann. Ja. Eines dieser Konzepte ist Symbolic Execution, wo man sich nicht mehr einen konkreten Programmverlauf anschaut, sondern sozusagen alle möglichen Programmverläufe in Abhängigkeit von einem bestimmten Wert. Angenommen, man hat irgendein Programm, das sich ein bestimmtes Protokoll spricht, und eben in einem Buffer dann das Protokoll stehen hat. Was man jetzt machen kann, ist, das ist jetzt Pseudocode, der prüft eventuell, ob das Paket mit einem bestimmten magischen Header anfängt. Und anstatt, dass man jetzt irgendwie den richtigen Header raten muss,
schaut sich das Framework an, was die Bedingungen auf diesen Wert sind und findet in dem Fall zwei mögliche weitere Pfade. Einmal, dass der Wert nicht korrekt ist und das Programm sich beendet und einmal, dass ein Switch-State kommt. Was man jetzt weiß, ist, dass eine bestimmte Bedingung, nämlich dass dieser Wert dort stehen muss, immer erfüllt sein muss, wenn man zum Beispiel bei diesem Switch-Statement landet. Und mit dem Prinzip geht man dann im Grunde weiter. Angenommen, man hat dann irgendwie einen Handler, der dann verschiedene Pakettypen irgendwie verarbeitet, kann man entsprechend weitergehen und bekommt dann eben einen bestimmten Programmzustand und eine Liste an Bedingungen, die gelten müssen für einen bestimmten Input, damit man zu diesem Zustand im Programm kommen kann. Da gibt es dann irgendwie nochmal, die Theorie dahinter nennt sich SMT, da gibt es dann Solver für, denen man eben diese Liste an Bedingungen geben kann und die dann versuchen, eine Eingabe zu finden, um zu diesem Programmpunkt zu kommen. Wenn man damit dann eben korrekt irgendwie das modelliert, was einen interessiert, kann man sich in dem Fall zum Beispiel ein Paket generieren lassen, das zu einer bestimmten Stelle im Programm führt. Man kann es aber auch noch weitermachen, indem man zum Beispiel Schwachstellen oder irgendwelche anderen Bedingungen irgendwie modelliert, um sich dafür dann Inputs generieren zu lassen, die zu dieser Sorte Systemzustand führen. Eines der verwendbarsten, meiner Meinung nach, Tools für dieses komplette ist Anger. Das ist ein komplettes Analyse-Framework, das unter anderem solche Funktionalitäten bereitstellt. Das intern damit funktioniert, dass es im Grunde wieder zu so einer Zwischensprache übersetzt und dann auf dieser Zwischensprache entweder Code direkt emulieren kann, dass es symbolische Execution darauf machen kann, aber auch alle typischen Features, die man irgendwie von einem Analyse-Framework erwarten würde, wie CFG-Generierung, Funktionserkennung und Ähnliches übernimmt. Das wurde in der DARPA CGC von dem drittplatzierten Team intern verwendet, zusammen mit noch vielen anderen Komponenten. Ist komplett Open Source auf GitHub und ist in Python geschrieben, was den Code relativ leicht verständlich macht. Die Idee dahinter ist, dass man sich dieses Framework eben in ein Python-Programm irgendwie reinlädt und damit dann sozusagen mit einer IPython-Shell sich das interaktiv irgendwie anschauen kann. Es gibt auch ein GUI dafür, damit ist man aber automatisch irgendwie limitierter, mit dem habe ich mich noch nicht so viel befasst. Ja, ich bin relativ gut in der Zeit. So insgesamt, das richtige Tooling macht einem das Leben deutlich einfacher, wenn man sowas insgesamt öfter macht, ist aber oft auch irgendwie initialer Overhead, erstmal zu lernen, wie man irgendwie ein bestimmtes Tool bedient. In meiner Erfahrung ist es das oft irgendwie wert, da man damit plötzlich irgendwie Probleme lösen kann, mit denen man vorher sich gar nicht bewusst war, dass man sie überhaupt so lösen kann. Man kann teilweise existierendes Tooling zusammenbauen auf irgendwie Wege, wo jetzt einfach noch nichts existiert, um so eine Problemstellung irgendwie anzugehen. Oder einfach irgendwie selbst neue Tools schreiben, die dann auf existierendem Tooling irgendwie aufbauen. So, ich liege gut in der Zeit. Falls irgendwie jemand Fragen hat zu all diesem Überblick, kann ich jetzt gerne noch irgendwie Fragen beantworten. Ich habe aber auch noch ein paar Slides zu so ein paar Themen, die ich bis jetzt irgendwie noch nicht irgendwie, die konzeptionell noch nicht so ganz reingepasst haben. Ja, wenn Fragen sind, ich habe hier das Mikrofon. Hallo, gibt es auch irgendwelches Tooling, um zum Beispiel, wenn ein Executable, also Binary, zur Runtime, zum Beispiel über ein Time-Event oder sonstigen Interrupt modifiziert wird? Du meinst, wenn du Signal-Handler oder sowas modifizierst? Nee, oder Interrupts Signal. Auf so Firmware, also Hardware, wenn zum Beispiel irgendein Interrupt nebenläufig zum normalen Prozess, also dem User-Mode-Prozess, den du analysieren willst, dann den Code umbiegt? Wenn der User-Mode-Prozess, den ich anschaue, den ursprünglich irgendwo setzt, wofür ich jetzt ausgehen würde, also Multithreaded-Programme sind generell schwerer irgendwie zu analysieren. Das ist auch ein interessantes Stichwort, ja. Was ja effektiv das ist. Man hat plötzlich mehrere Programme, die nebeneinander laufen. Je nachdem, was man macht, wenn man sowas wie Binary Instrumentation macht, sollte das nicht so sehr das Problem sein, solange dieser Interrupt-Handler, der den Code verändert, den Code immer noch an der Stelle findet, an dem er es erwartet. Bei Emulation existiert das Konzept von irgendwie nebenläufigen Interrupts nicht. Außer man emuliert sie selber und ab dem Punkt hat man sie wieder komplett unter Kontrolle und kann entsprechend irgendwie entscheiden, ob dieser Interrupt irgendwas tun soll, ob der das Programm modifiziert, wie es erwartet wurde oder ob einfach niemals ausgeführt wird. Das hängt dann von dem Modell ab, das man hat. Ich glaube, dass Coemo sowas wahrscheinlich unterstützen wird und wahrscheinlich irgendwo intern modifizierbar ist, dass man das irgendwie behandeln kann, wie man will.
Ein verwandtes Thema ist nach der ganzen Analyse Dekompilation. Gibt es da irgendein Tool, wo dann so etwas wie C-Code wieder rausfällt, wenn es ursprünglich mal C war? Wenn du genug Geld auf das Problem wirfst, ja. Es gibt da so ungefähr genau eins. Das ist das AIDA Pro Tool, was so das gängigste ist. Da blecht man dann aber auch gerne irgendwie mehrere tausend Euro für pro Decompiler. Da gibt es aktuell mehr Forschung in der Richtung. Also es gibt eine Forschungsbranch auf GitHub von Anger, wo sie versuchen, sowas zu implementieren. Wobei da auch nicht immer unbedingt eigentlich die Idee ist, dass man C zurück will, sondern vor allem irgendwas Menschenverständliches. Also typische Informationen, die verloren gehen, sind, was eigentlich Variablen sind, wo eigentlich irgendwie ein Buffer angefangen hat und aufgehört hat. Und da gibt es dann schlicht und einfach verschiedene Analyseverfahren, um sowas rauszufinden. Zum Beispiel, wenn man irgendwie einen Startpointer irgendwo hin hat und weiß, man kann einfach Indexe von 0 bis 1000 irgendwie nur da rein adressieren, kann man davon ausgehen, dass das wahrscheinlich ein Buffer mit der Länge 1000 ist und entsprechend irgendwie so C-Code generieren, der das Ganze so interpretiert. Das ist aber auch eben wieder fehleranfällig und selbst die guten modernen Decompiler brauchen sozusagen noch Feedback vom Nutzer, dass man sozusagen die Typen mehr angeben kann. Damit sind die aber in meiner Erfahrung relativ gut verwendbar, wenn das irgendwie Code ist, der nicht aktiv dagegen versucht, was zu machen, machen einem das Leben deutlich einfacher. Es gab mal eine Studie dazu, die ich gelesen habe, dass man mit solchen Tools, leider den kommerziellen, im Grunde den kompletten Anfangsteil überspringen kann und Leute, die vorher noch nie Reversing gemacht haben, auf so die Stufe von einem mittelmäßig Erfahrenen, der das irgendwie so ein, zwei Jahre schon macht, bekommt. Dafür bezahlt man aber entsprechend den Preis und man versteht nicht unbedingt, was eigentlich unten drunter passiert ist. Also es gibt das, würde ich zum Anfang nicht empfehlen. Was es gibt einen Open-Source-Decompiler, der vor einer Weile veröffentlicht wurde, der ganz gut ist, das nennt sich RedDeck für Retargetable Decompiler. Der war über eine längere Zeit Closed Source, ist aber inzwischen, soweit ich weiß, auf GitHub. Und man kann sich irgendwie anschauen, wie der funktioniert und wie gut der Code ist, der da zurückkommt. Fragen? Weitere? Gut, dann dürfte ja alles klar sein. Florian, herzlichen Dank. Spannend. Applaus für Florian.